Unser Metropolenreport kommt diese Woche aus Oslo. Auf geht's. Die schöne Stadt im Fjord, Oslo. Hier wird diesen Sommer der 150. Geburtstag des großen Malers Edvard Munch zelebriert. Aber vor allem das Licht genossen. Norweger lieben die Natur. Allein deshalb muss man sich Oslo vom Wasser aus nähern. Metropolis surft mit einem norwegischen Pianisten zu den schönsten Seiten der Stadt. Herzlich willkommen in Norwegen! Hi, Axel Kolstad. Wir starten. Axel Kolstad, klassischer Konzertpianist. Willkommen auf Tjuvholmen, Oslos neuestem Künstlerviertel, mit Museen, Galerien und nicht zuletzt mir im Café de Concert. Tjuvholmen, ein neu errichteter Stadtteil am Wasser. Eine posche Gegend, sagt Axel Kolstad. Schick, aber lebendig. Hier hat er sein Café de Concert aufgemacht und sich auf seine Weise mit Edvard Munch beschäftigt. Dieses Stück habe ich vor kurzem geschrieben, inspiriert von Munchs wunderbarem, berühmten Bild. Wie sagt man auf Deutsch? Eifersucht. Ja, so hört sich Eifersucht an. That's how jealousy sounds. Kolstad verbindet Malerei mit Musik und jede Kunstform irgendwie auch mit sich selbst. So, jetzt möchte ich euch einen besonderen Raum zeigen. Meine Toilette. Na, wie findet ihr das? Das Munch-Museum. Und das ist der neue Schrei. Ich habe es zwar nicht gemalt, aber ich bin auf dem Bild. Und das, neben dem Schrei, ist der Sonnenaufgang. Oslo besitzt aber auch noch ein anderes Munch-Museum. Von der Kommune betrieben, chronisch unterfinanziert. Es geriet häufiger in die Schlagzeilen. Munch und die Frauen? Schwierig. Munch und die Stadt Oslo? Kompliziert. Für Munch war es sogar die Stadt der Feinde. Und Oslo? Erst jetzt scheint man hier Munch so zu schätzen, wie es der Rest der Welt schon lange tut. Gerade beschlossen, ein neues Munch-Museum. Bis 2019 soll es fertig sein. Überhaupt, überall wird jetzt gebaut in Oslo. Erstaunlich eigentlich. Warum hat es so lange gedauert, bis sich der Erdölreichtum der Norweger auch in die Architektur der Stadt eingräbt? Axel Kolstad sieht die Entwicklung grundsätzlich positiv. Endlich tut sich was. Er selbst war bis vor ein paar Monaten offizieller Munch-Botschafter. Gab Konzerte, organisierte Veranstaltungen. Doch das Munch-Museum feuerte ihn aus nicht genannten Gründen. Es scheint schwer zu sein, in Norwegen als Künstler anerkannt zu werden. Ein bisschen zu fantasielos seien die Verantwortlichen, meint Kolstad. Jetzt macht er eben als ehemaliger Munch-Botschafter weiter. Ich habe jetzt ein Konzert. Ich muss los. Gleich geht es weiter in Oslo mit Existenziellem. Oslo. Zurück in Norwegen. Oslo mit seinen Sehenswürdigkeiten. Der Skulpturenpark von Gustav Wiegeland etwa. Ein Touristenmagnet. Der Holmenkollen, die älteste Skischanze der Welt. Und wir treffen Axel Kolstad wieder, unseren bekennenden Oslo-Patrioten. Ich liebe diese Stadt. In 5 Minuten bist du schon in den Bergen oder paddelst auf dem Fjord. Landschaftsbilder, Seelenlandschaften. Gemeinsam mit dem Munch-Museum zeigt die Osloer Nationalgalerie mit über 200 Meisterwerken die wohl umfassendste Ausstellung, die es je von Munch zu sehen gab. Mit diesem Bild kann wohl jeder etwas anfangen. Trennung.
Das Haar der Frau berührt den Liebhaber noch. Sein Herz ist gebrochen. So würde ich aussehen, wenn mir jemand mein Klavier wegnimmt. Der Raum mit dem berühmten Lebensfries. Werke, die nach alten Fotos so zusammengestellt wurden, wie es Munk selbst vorgesehen hatte. Darunter eine Version des Schreis. Oslo feiert Munk und Metropolis feiert Oslo. Eine kleine Stadt, die in Bewegung geraten ist. Mit Axel Kolstad ein letztes Mal unterwegs. Wir kommen gerade aus der Nationalgalerie. Könnt ihr den Schrei für mich machen? Hier sind wir tatsächlich genau auf der anderen Seite von dem, was Edvard Munk beim Schrei gesehen hat, als er auf dem Eckeberg war. Genau die andere Seite. Thank you for traveling with Colstar Airlines.